Ferienzeit ist Reisezeit. Das gilt auch an Ostern. Besonders die Züge sind dann überfüllt. Und zur Entlastung des Reiseverkehrs setzt die Bahn dann Sonderzüge ein. Doch am Karfreitag 1993 endet die Fahrt mit einem solchen Sonderzug in einer Katastrophe. Es ist der 9. April 1993. Karfreitag. Auf den Bahnhöfen der Republik herrscht Osterreiseverkehr. Es wird ein Schicksalstag für 700 Reisende. Unter ihnen ist der junge Ingenieur Christoph Thiele. Gegen 12 Uhr fährt der 33-Jährige damals mit dem extra eingesetzten D-Zug über Magdeburg nach Berlin. Mit seiner Kamera hält er alles fest. Es war Osterferien und ich wollte meine Eltern in Berlin besuchen. So. Und was ich noch weiß, ist, es war ein Einsatzzug ab Braunschweig, meine ich, wäre das gewesen, der extra gefahren ist. Die Strecke kennt Christoph Thiele aus der Westentasche. Er ist sie schon etliche Male gefahren. An diesem Tag wird er das Foto seines Lebens schießen. Es war ein normaler, sonniger Tag. Es war eigentlich ein gutes Launewetter, blauer Himmel. Und es war auch eigentlich Ferienbeginn, so ein bisschen die Stimmung. Noch fahren die Züge der Deutschen Reichsbahn und der Bundesbahn auf derselben Strecke. Die Unternehmen sind noch nicht zusammengelegt. Doch nach der Wende hat sich schon viel verändert. Damals ging es ja darum, letztendlich, als eben die Bauarbeiten waren, die ganze Reichsbahnlandschaft sich ja verändert hatte, dass ich das ja damals, mich das total interessiert hatte und ich deswegen da relativ viele Fotos noch gemacht hatte. Zur gleichen Zeit in Berlin-Wannsee. Ein beliebtes Ausflugsziel rund um den See, gerade an Feiertagen. Hier ist das Ehepaar Helmut und Elisabeth Anlauf an diesem Mittag unterwegs. Die beiden machen einen Osterspaziergang auf ihrer Lieblingsstrecke. Es war ein schöner sonniger Tag, Karfreitag. Und wir gingen oft dort spazieren, den Bürgermeister-Stevel-Weg. Ist nicht weit vom Bahnhof Wannsee aus, man kann dann rüberlaufen. Und der Weg führt direkt an der Bahnstrecke entlang. Von da aus haben sie die beste Sicht auf den Reise- und S-Bahn-Verkehr. Wir haben also auch gerne mal Züge beobachtet, die da fuhren. Und zu dem Zeitpunkt wurde die Strecke gerade erneuert. Und wir haben uns dann immer über den Fortschritt der Arbeiten informieren wollen. Haben dann immer geguckt, wie weit denn schon die Gleise verlegt sind. Die Gleisarbeiten sind abgeschlossen. Nur die Elektrifizierung der Strecke fehlt noch. Während das Ehepaar seinen Osterspaziergang fortsetzt, nähert sich dieser Intercity mit 10 Waggons aus Berlin dem Waldgebiet im Wannsee. Aber nicht nur dieser Zug kommt angefahren. Das Ehepaar hört gleichzeitig auch den Schnellzug, der aus Richtung Hannover und Magdeburg kommt. Der Streckenabschnitt, an dem das Paar gerade steht, liegt in einer Kurve. Und obwohl die zwei noch keinen Zug sehen, können sie beide hören. Die sagt zu meinem Mann, ach, hör mal, da kommt ein Zug von da hinten. Ich zeige also praktisch in Richtung des Zuges, der aus Hannover kam. Er sagte, nee, der Zug, der kommt aus Wannsee. Ich sage, nein, du irrst dich, der kommt von da. Und tatsächlich hört Elisabeth Anlauf den D-Zug, der aus dem Westen kommt. Es ist der Zug, in dem auch Christoph Thiele sitzt. Der schaut in diesem Moment aus dem Fenster. Sie gucken nach vorne und sehen einen Zug, der entgegenkommt und denken, der ist auf dem Gegengleis und realisieren irgendwie, irgendwas stimmt doch da nicht. Und huch, der ist ja, wir sind ja auf demselben Gleis. Der 33-Jährige drückt geistesgegenwärtig auf den Auslöser seiner Kamera, als die beiden Züge sich entgegenkommen. Ihm gelingt dieses einmalige Foto. Es zeigt die unausweichliche Katastrophe, die nur wenige Sekunden bevorsteht. Und dann habe ich gesehen, Tatsache, die fahren auf ein und dem gleichen Gleis. Und dann dachte ich, oh je, jetzt passiert's.
Dann hat es tatsächlich auch zwei, dreimal heftig gerumst. Gab auch einen Haufen Staubentwicklung. Und der Koffer flog rum und ich auch. Ich dachte, jetzt entgleist dieser Zug und die Waggons fliegen da durch die Gegend und bin in Panik in den Wald gelaufen, also weil dieser Weg ja unmittelbar neben der Bahnstrecke verlief und dachte, oje, jetzt ist alles zu spät. Elisabeth Anlauf kann sich in Sicherheit bringen. Die Lokomotiven, die bäumten sich so richtig auf. Die beiden Loks prallen mit über 70 Kilometern pro Stunde frontal aufeinander. Und dann war Ruhe. Dann hat man nichts mehr gehört. Wirklich Totenstille. Null. Die tonnenschweren Loks sind ineinander verkeilt. Die beiden Waggons direkt hinter ihnen hat es durch den Aufprall heftig erwischt. Einer ist förmlich aufgeplatzt. Es herrscht eine gespenstische Ruhe am Unglücksort. Stille. Für einen richtig langen Moment. Also, ob der nun lang war, weiß ich nicht. Die Passagiere, die nicht verletzt sind, versuchen herauszufinden, was passiert ist. In den anderen Abteilen, die liefen dann auch rum. Und dann irgendwann haben wir uns halt gesagt, nehmen wir unser Gepäck und gehen raus. Dieses Amateurvideo zeigt die Unglücksstelle. Hier mitten im Wald ist die Osterreise für knapp 700 Passagiere zu Ende. Als die Leute denn ausgestiegen sind, also man denkt immer, das kann doch gar nicht sein. Also man legt sich die Hand an den Kopf und denkt, das kann doch gar nicht sein. Und standen wir beide unter Schock, ne? Ihr Mann läuft zurück zur Unglücksstelle, will helfen. Der ist dann nur ein Stück weiter nach vorne gegangen und ist dann so an den Wagen entlang und dann kam aber wieder zurück, weil er sagte, da ist ein Schwerverletzter, aber da hat der Mann ihm schon irgendwie sein Hemd ausgezogen und hat ihm da Blut gestillt oder so, weil er so stark geblutet hat. Und dann kam die Feuerwehr. Schon Minuten später sind die ersten Rettungskräfte vor Ort. Glück im Unglück. Trotz der Feiertage sind genügend Männer einsatzbereit. Das Ausmaß der Unfallstelle ist anfänglich kaum zu überblicken. Feuerwehrmann Albrecht Brömme übernimmt damals die Leitung. Aus einem Wagen ragt auch eine offenbar tote Person heraus aus dem Fenster. Das hat man gleich gesehen. Und dann im Wald standen viele Leute herum, die aus dem Zug wohl gekommen waren. Vielleicht auch ein paar Spaziergänger. Viele der 700 Reisenden stehen an den Gleisen. Etliche haben einen Schock. Unter den unverletzten Passagieren ist auch Christoph Thiel. Man hat schon dann realisiert, dass weiter vorne das nicht so glimpflich abgegangen ist. Es war auch so, dass da auch Leute verletzt lagen auf dem Boden, also draußen im Gleisbett dann. Ne? Und ja, das war schon klar, dass wir Glück gehabt hatten. Die Unglücksstelle erstreckt sich über 440 Meter. Die Retter suchen als erstes in dem Gewirr von Stahl und Blech nach Verletzten. Nach denen, die sich nicht selbst befreien können. Jetzt zählt jede Minute. Da ist man erst mal dabei zu hören. Wo hört man Rufe, wo hört man Stöhnen, wo hört man Schreie? Und da muss man dann versuchen, Kontakt aufzunehmen und zu gucken, wie ich da reinkomme. Den Rettern bleibt meist nichts anderes übrig, als sich den Weg zu den Verletzten mit schwerem Gerät freizuschneiden. Die Arbeit ist kräftezehrend, anstrengend. Dabei stehen die Männer unter enormem Zeitdruck. Es dauert in jedem Fall lange. Es dauert unendlich lange. Das kommt den Verletzten im Zug wie eine Ewigkeit vor. Das ist immer wiederum die Schilderung. Sie hören dann vielleicht die Einsatzkräfte, wie sie arbeiten. Sie hoffen, dass sie auch richtig gefunden werden. Und manch einer kommt dann in den Schock und ist nicht mehr ansprechbar und meldet sich nicht mehr. Und dann kann man nur hoffen, dass der immer noch lebt und dass man ihn trotzdem noch rausholen kann. Mittlerweile sind 300 Rettungskräfte vor Ort. Unter ihnen der leitende Notarzt Jörg Benecker.
Sein Team kümmert sich vor allem um die Verletzten, die noch eingeschlossen sind. Erstversorgung erfolgt erstmal im Zug, denn mit einem gebrochenen Arm auszusteigen ist nicht so sehr angenehm, sodass die primäre Versorgung von Brüchen und ähnlichen Dingen im Zug erfolgte. Und ansonsten haben wir außerhalb des Zuges eigentlich gar nicht eine Verletztenablage aufmachen müssen für die schwerer Verletzten, sondern konnten die eigentlich direkt dann nach der Versorgung in die jeweiligen Rettungswagen verfrachten und zeitnah dann auch abtransportieren. Die Schwerverletzten werden direkt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Dass hier überhaupt Menschen überlebt haben, scheint wie ein Wunder. Betrachtet man die Fotos, die nach dem Aufprall entstanden sind. Aus diesem Waggon und aus dem Führerstand des D-Zuges können die Rettungskräfte dann auch tatsächlich nur noch Tote bergen. Und mussten deswegen eben auch auf die Lokomotive, um zu sehen, was mit den beiden Lokführern ist. Und auch in den Zugwagen hinein, in den Waggon hinein, zumindest so weit wie es ging, um die dritte Person auch eindeutig für tot befinden zu können. Eine Frau aus der ersten Klasse des Intercity hat den Aufprall nicht überlebt. Der Lokführer aus dem Zug, der aus Berlin kam, hat sich durch einen Absprung retten können. Auch der zweite bleibt unverletzt. Es ist mittlerweile 16 Uhr. Immer noch irren Reisende mit ihren Gepäckstücken am Unfallort umher. Gerfried Lindner ist damals Polizeirat. Seine Männer sollen sich um diese Reisenden jetzt kümmern. Es musste auch angenommen werden, dass der eine oder andere geschockt, orientierungslos, nicht nur sich den Gruppen in Richtung der Bahnhöfe angeschlossen habe, sondern auch so in den Wald gelaufen sei. Das Waldgebiet erstreckt sich über etliche Kilometer. Die Polizisten durchkämmen das Areal, suchen nach verirrten Reisenden mit ihrem Gepäck, die sich eben noch auf Ostern gefreut und jetzt im Wald die Orientierung verloren haben. Es wird einige Zeit dauern, bis alle gefunden sind. Bis in die Abendstunden hinein läuft die Bergung. Die schweren Stahlkolosse müssen runter von den Schienen. Dass die beiden Züge auf demselben Gleis fuhren, das lag wohl am Fahrdienstleiter vom Bahnhof Wannsee. Er hat ein falsches Signal gesetzt und die Weiche falsch gestellt. Was bleibt, ist dieses Foto, das die Züge kurz vor dem Zusammenstoß zeigt. Für den Fotografen Christoph Thiele ist es allerdings nach 24 Jahren verblasst. Weil das Foto selber ist ja nur eine Aufnahme des Moments, wo ich das gesehen habe. Aber in meiner Erinnerung sind eigentlich ist das reale Bild eher, also nicht das Foto. Und ich habe mir das Foto auch eigentlich danach gar nicht mehr groß angeguckt. Auch Elisabeth Anlauf quälen die Erinnerungen lange. Ich denke mal, das ist bestimmt länger als 10 Jahre. Ich sag mal 10, 12 Jahre sind wir da nicht mehr lang gegangen. Für die Einsatzkräfte geht die Arbeit an diesem Osterwochenende noch lange weiter. Sie müssen die Gleise freiräumen. Es ist ein rabenschwarzer Karfreitag. 25 Passagiere werden zum Teil schwer verletzt. 3 Menschen kommen bei diesem Unglück ums Leben.